kann passieren. Betrunkener sein ist auch ein Zustand. Ja, macht mich trotzdem irgendwie traurig. Echt? Solche Dinge, die holt mich eigentlich Oha. mich nicht geahnt haben. Deswegen wollte ich auch nicht mehr nach Larivieren. Trotzdem bist du mitgegangen. Trotzdem bin ich mitgegangen. Ah ja, Mensch. Und wenn eine Strophe von Fanfan Fabienne Niemand, mal niemand. Ich zählen. habe Leute getroffen, die man Jahre später kennenlernen Die durfte. Ja. Nachfolgegeneration, ich weiß. Aber diese Marie-Therese, das war ja ein was ganz Solides. was ganz Neues. Neues. Ja, ich weiß noch, wie die drei Mädels, Fanfan, Fabienne, Malte. nein, Marie-Therese, Maite, Die gleiche. Marie-Therese, Martin und Fabienne. Das Okay. waren die drei. Ja, wobei Martin und Fabienne waren die ersten. Dann war ich mit diesen zwei Frauen an dem kleinen See in Puffer Bomor. Mitten, Step. ja, mitten in die Väter. Den gibt's auch noch. Und dann gab's noch den Käse. Und ja, ich denke, das gelegentlich dann. Diese Aktion, das war das Beste und Schönste, was ich jemals, nee, das, nicht jemals, aber das war, Damals, was du damals. ja, mir war noch ein 43. Vereinsfest in Renningen. Aus welchen Gründen auch immer. Weil es nichts anderes gab. Und da hat auch Peter gesagt, komm jetzt fahren nach La Riviera. Okay. Und da hat jeder 15 Mark Die Benzinkasse gezahlt. irgendwie aufbringen müssen. Da bin ich heute und hab dann mal drunter gesagt, ich brauche 15 Mark. Wir fahren nach La Riviera. Und hat sie dir die 15 Naja, Mark klar. sagenhaft. Und dann sind wir nach La Riviera gefahren. Und dann waren wir morgens um 3:30 oder 4 in diesem kleinen See. Das war spitze. Das war ganz, ganz, ganz großes Kino. Und das haben wir irgendwie, ja, immer heute oder früher auch gemacht, da bin ich irgendwann mal nach dem Polizist In die Bar. in die Binde eingelaufen und gesagt, Faschist oder wer oder keine Ahnung. Und jeder war begeistert und jeder dich. Sagen. War das denn in Bouveron die Pinde? Nee, Bei Chez Odette. das war schon lange hier, aber und dann gab es natürlich zu der Zeit auch noch, klar. Wann tauchte die Maite auf? Die Mathematik ist aufgetaucht in mir. Also das war
Zuerst mal Martin und Fatin. Und dann kam die Maite, die war später Jetzt habe ich 20 Jahre. und dann hat sie ihre Dauerwelle gemacht und ja, ich war bei Martin, den Supermarkt gehabt. Da war ich einmal und bei der Fabienne. Da gab es irgendwie nichts, glaube ich. Und ja, als ich bei so, wie heißt das? Meinti. Mein Kind, erstmal war, war es eigentlich klar, dass das für uns so ein Sackpartner ist. Ich kann stehen. Nein, 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 nein. Es gab erst die Frau von Buschei, Heinschiele. Da gab es die zwei Frauen. Will ich nicht. Maite kam erst viel später. Maite kam mit mir. Und dann kam ja kurz danach auch schon die Jugendaktion. Also, Jahre später. wenn ich in Larie war es eigentlich immer klar, ich gehe zu meiner Bus. Da haben wir im Stall, im Schafstall Genau, genächtigt. genau. Ja. Also, das war irgendwie so. Deswegen, ja, deswegen machst du mal irgendwie ein bisschen zusammen. Der kleine Popeye, der weiß nicht, ob das selber Popeye ist, So, der Bruder. Der, wie heißt er denn Philipp. eigentlich? Philipp, genannt Ja, Philipp. Philipp war, und wenn wir kommen sind, wir waren ja im Jahr vielleicht 4, 5 Mal da, und Philipp war, ja, nichts verstanden, und dann haben wir irgendwann mal mitbekommen, dass der beste Verkehr ist. Noch die Familie und da war noch wie gesagt, in Ostern mit der Segulen. Die kam an Ostern auf die Welt. Ja, deshalb merke ich immer so einen Scheiß. Vor 34 Jahren. Vor 34 Jahren, ja. Jetzt können wir mal kurz zurückrechnen, aber das war 79. Sagenhaft. Und das sagt man. Ja, das war 1979. Ja, 61, 71, 79, gerade 18. 18 Jahre alt. Das ist die große Schwester. Nee, halt, das ist nicht die große Schwester. Was ist das denn? Doch. Doch, die große Schwester Ja, von der ja. Maite. Also, die haben die Maite richtig Zeit gelassen, hey, mit ihrem Nachwuchs. Und mit dem Lück, den sie sich dann irgendwann mal abgegriffen hat. Ich habe die mal auf dem Kojadonfest, wie so viele andere Frauen auch, darauf aufmerksam gemacht, dass es scheiße ist, dass sie an